Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Brick Force. Diesmal mit der Pokéhawk, nicht auf Sniperhelm, sondern auf Aftermath. Warum konnte nicht geladen werden? Okay, der ist nämlich weg. Okay, dann gehe ich Zombie-Modus. Mit der Pokéhawk. Oder Pokéhawk. Nee, ist doch kein Zombie-Modus. Das ist ja cool. Aber scheint ein Farmer zu sein. Stimmt, ich habe hier die komischen Wasserbälle. Können die so irgendwie... Nö. Alter, die zu werfen ist extrem schwierig. Ja. Mit der Rad 1 ist down. Haben sie jetzt schon abgeschaltet, weil keiner mehr Bock drauf hat. Okay, gut. Ich spiele halt eine Runde Sniper mit Pokéhawk und so. Zwar snipen, aber egal. Dann müssen wir halt wieder hier runter und über die andere Map durch. Nämlich hier so, jetzt hoffen, dass uns niemand findet und dann da hinten hochklettern und dann geht's da schon weiter. Tada, hier geht's weiter. Oh. Mit dem Schweinchen in der Windel. Haha, wie cool. Du. So, jetzt geht's wieder zurück in die andere Base. Ich habe das den Trick über wie man YouTube da als Let's Player richtig schnell erfolgreich wird. Man muss einfach nur rumschreien. Aber darauf habe ich keine Lust. Weil die es schaffen, ohne rumzuschreien berühmt zu werden, schaffen es auch langfristig berühmt zu sein. Beziehungsweise langfristig Erfolg zu haben. Steel Gronkh. Der schreit nie wirklich so rumbrüllmäßig, sondern ist immer sachlich und als wäre er ein guter Freund oder der Vater. Kein Wunder, nennt man ihn YouTube-Papa. Und Caddy ist die YouTube-Mama. Boah, wie viel Life dachte ich schon, wie viel Life hat der? Und dann war sein Life plötzlich weg. Oh. Boah, diese behinderten Nains, ne? Man wirft die, aber die stecken irgendwie oben da drin fest. Sieht man mega behindert.
Boah, wie man die werfen muss, Alter. Ja, was will man gegen den schon machen? Mit einer OP-Aimbot-Waffe und dann noch 3000 Rüssi. Ja, was soll man gegen den machen, ne? Ist halt pay to win. Da kamen die Granaten von oben ganz, ganz gut. Also nur mit Granaten kriegt man so einen Spieler kaputt, okay. Boah, ich hab so keinen Bock mehr auf das Spiel, Alter. Aber ich habe mir einen Sinn gesetzt, das ziehe ich auch durch. Egal wie viel Bock ich auf das Spiel habe. Nein. Cracks mein Busch, cracks mein Busch. Hobbledy, du. Bla 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 bla. Was will man gegen seine 5000 Rüssi anfangen? Wahrscheinlich hat er sogar noch so ein Life Generation Extrem Kit und für jeden Treffer, den er macht, kommt er noch 20 Rüstung dazu. Oh cool, die Waffe hatte ich noch nie. Na, jetzt habe ich eine OP-Aimbot-Waffe. Ja. Nein, sie ist weg. Bam. Der war nicht OP mit seinen 5000 Rüssi. Kriegt man sogar abgeknallt.
Ja, ich glaube, man muss mir irgendwas am Ende des Monats muss ich irgendein Spiel ausdenken. Ne, aussuchen, was ich danach täglich bringe. Anstatt Brick Force. Aber ich will schon tägliche Videos gerne beibehalten. Ja, das bringt nämlich die Klicks, ne? Moch. Nö, also YouTube hat so einen Algorithmus, dass wenn man mehr Videos rausbringt, dass man eher in den Suchleisten gefunden wird. So pflegt YouTube eher Quantität vor Qualität. Und ja, wenn es solche Algorithmen nicht geben würde, hätte ich ein paar Videos weniger gemacht und dann würde ich auch gar nicht so unbedingt tägliche Videos anstreben. Obwohl tägliche Videos sind doch eigentlich ganz schön. Jetzt hätte ich aber eigentlich, aber ich habe keinen Bock mehr. Okay, das war's für heute und eventuell kommt heute sogar noch, heute Freitag, ne? Ein Drakensang wieder hoch, vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht kommt es auch erst am Samstag. Samstag auf jeden Fall. Weil heute Freitag ist der Gnob da und jo, da wird sich einiges gekauft. Vielleicht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.